Wir schnattern uns hier schon einen Wolf. Es ist gleich 8:50 und es ist eine Sensation. Denn 9 Jahre nach dem Ende ihrer legendären Talkshow Brit kehrt Brit Hagedorn zurück zu Sat.1 und zurück zu unserer Frühstücksfernsehenfamilie. Ja. Denn, was viele gar nicht mehr so vor Augen haben, die Queen of Talk hat 2003 auch mal das Sat.1 Frühstücksfernsehen moderiert. Hier bei uns quasi auf der Couch. Die Couch war noch ein bisschen andere, aber mittlerweile arbeitet sie gemeinsam mit der Trainerin und Journalistin Sabine Altena. Sie haben ein Buch geschrieben, wie jeder locker, unterhaltsam und mit Witz im Alltag richtig kommunizieren kann. Denn man braucht die Kommunikation nicht nur im Job, obwohl eigentlich auch in jedem Beruf. Auch das ist ja immer so ein Trugschluss, dass nur Moderatoren und Manager reden müssen. Überhaupt nicht. Ich sag mal so, ich würde behaupten, die Kommunikation, das Sprechen ist, glaube ich, das, was wir wirklich rund um die Uhr permanent bei uns haben und machen müssen. Insofern empfiehlt es sich total, das auch wirklich einigermaßen gezielt und geschult einzusetzen. Und das wird viel vernachlässigt. Das kann ja ein Karrierebeschleuniger sein, aber auch ein Karrierebremser. Ja, wenn du im Meeting stehst und plötzlich keine Antwort hast auf irgendwie einen blöden Kommentar vom Kollegen, dann kann es schon mal schwierig werden. Ihr hebt in dem Fall auch ein bisschen die Frauen hervor, obwohl es ein Ratgeber für jeden sein muss und kann. Mhm. Aber Frauen tun sich, obwohl wir ja immer denken, wir sind doch die Schnatterinchen, Frauen tun sich häufig schwerer in der Kommunikation oder nach vorne zu gehen. Warum ist das so? Naja, das Selbstbewusstsein ist oft nicht so aus, oder das Selbstvertrauen ist nicht so ausgeprägt wie bei den Männern. Mhm. Ja, und deswegen stellen sie sich lieber mal ein bisschen hinten an und warten, während die Männer Karriere machen. Denken wir, auch ich gebe ja schon ganz lange Schlagfertigkeitskurse. Auch da in den Kursen ist es so, die Frauen kommen, weil sie denken, sie könnten es nicht und stellen dann im Kurs fest, ich kann es ja. Obwohl ich beim Thema Schlagfertigkeit jetzt auch Angst hätte, wenn man schon in so einem Gespräch drinsteckt und dann eine komische Situation und dann schlagfertig zu sein, was soll man da lernen? Man kann ja nicht den ultimativen Spruch auf Lager haben, der auf alles passt. Gibt's genau, doch, es gibt Techniken. Genau das ist eben der Punkt und genau das ist ja auch der Ansatz, den wir haben. Man kann es eben sehr wohl lernen. Mhm. Also klar gibt es natürlich schlagfertigere Personen als andere, aber lernen können es beide. Und das ist genau der Ansatz. Das gilt eigentlich für Kommunikation auf allen Ebenen. Man kann es schulen, man kann es lernen. Und das ist auch das, was wir machen. Wir bieten Seminare an zusammen, ja, wo man wirklich genau da reingehen kann. Auf Mallorca wird das stattfinden, weil wir sagen, also erstmal in einem netten Surrounding wollen wir das haben, ja, dass es Spaß macht. Und dass man aber wirklich diesen maximalen Benefit rauszieht. Denn die Kommunikation und das Sprechen, das Benutzen von Wörtern, das ist einfach ein zentrales Mittel. Und es ist ein Machtmittel theoretisch, ne? Ja. Privat und beruflich. Was wäre denn ein solcher Satz jetzt, wenn man mal bei der Schlagfertigkeit bleibt, den man immer rausholen kann oder wie kann ich denn immer reagieren, womit ich mich dann nicht bloßstelle? Aus deiner Erfahrung, Alina, was glaubst du denn, könnte eine gute Möglichkeit sein? Oh Gott, du spielst die Frage zurück, siehst du? Das ist doch schon mal schlagfertig. Hast du schon gemerkt? Verdammt nochmal, jetzt aber hat sie mich aber in die Bredouille gebracht. Du bist, da merkt man natürlich, du hast schon das genau verstanden. Das ist natürlich der beste Kniff, den. Und du hast es sofort analysiert. Das ist quasi die Gegenfrage, von der wir vorhin schon gesprochen haben. Genau. Lieber eine Frage stellen, als versuchen zu antworten, ist es das? Der Ball ist bei dir. Ja, weil du erstmal gewinnst du Zeit. Und jetzt ist der andere wieder dran. Ne? Das ist eine klassische Technik, die in ganz vielen Fällen funktioniert, um erstmal Zeit zu gewinnen und auch zu überprüfen, was meint der andere eigentlich genau. Warum ist das Wort Nein ein solches Problem häufig in unserem Wortschatz? Denn wir haben häufig Situationen, in denen wir uns sehr gut abgrenzen können. Also ich habe Situationen, in denen kann ich einfach sagen Nein. Und dann gibt es Situationen, ich schaffe es einfach nicht, weil ich sofort in so eine, naja, vielleicht und mal gucken und... Also ich glaube, das Wort Nein, gerade bei uns Frauen, führt es oft zu einer gewissen Grundangst, dass wir abgelehnt werden könnten. Mhm. Ja? Weil Nein bedeutet eben ein Stück weit auch sich abgrenzen von Situationen. Mhm. Und das ist ja was super wichtig ist. Das ist wirklich für die eigene, für Self-Management ein mega wichtiger Punkt. Ja? Und das können Frauen oft nicht, immer aus der Angst, sie werden nicht mehr ganz so lieb gehabt. Sie werden nicht mehr so wertgeschätzt, sie werden nicht so lieb gehabt und so weiter und so fort. Und da muss man raus, weil man kann ein Wunder wunderbares, super nices Nein sagen und man hat überhaupt keine Federn gelassen, aber man hat sich trotzdem gut abgegrenzt. Auch das ist was man lernen kann und das hat immer was mit Bewusstmachung vorher zu tun, damit man wirklich es als ein Teil von sich selber immer weiter rausarbeiten kann und auch abrufparat hat, wenn man es braucht. Fallen dir Situationen jetzt als, ich sag mal, Berufsredner, fallen dir Situationen ein, in denen auch du
stark überfordert warst und nicht weiter wusstest? Ja, logisch, an die das du ganze dich Buch, also ich bitte dich, das ich muss es mal wirklich sagen, das ganze Buch ist ein Konglomerat auch von unseren eigenen Durchfallsituationen. Also mit Durchfall, schönes Wort. Ein Traumwort in diesem Zusammenhang, wo wir durchfallen in der Gelassenheit zum Beispiel, in der Anwendung von Worten. Ja. Das ist ein Scheitern auch an einigen Stellen, das wir da beschreiben, aus unserer eigenen Perspektive heraus. Ja, weil genau das ist das, wo die Learnings stattfinden. Da, wo wir scheitern, lernen wir in dem Moment und können es besser machen, wenn wir es reflektieren. Und darum geht's. Und deswegen ist es auch der Schlagfertigkeit. Viele denken, ja, muss ich mir aus der Hüfte ziehen? Nein, Schlagfertigkeit ist Vorbereitung. Das ganze Thema ist Vorbereitung. Wenn ich es übe, kann ich es. Seltsamerweise habe ich auch häufig das Gefühl, also es ist natürlich auch immer diese Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung. Also wir haben ja häufig das Gefühl, wir kommen jetzt so und so rüber und das Gegenüber nimmt einen ganz anders wahr. Wir hatten vorhin kurz das Thema Pausen, dass es mir häufig schwerfällt, Pausen zu lassen. Nicht, weil ich immer reden will, sondern weil ich Angst vor dieser Stille habe und dann das Gefühl habe, dann entsteht so eine Langeweile oder der andere denkt, ich habe keine Ahnung, ich habe nicht genug zu bieten oder ich weiß, ich kann gar nicht sagen, woher das kommt. Aber man ist deshalb immer so in so einem Rennen drin. Ja. Was totaler Quatsch ist, sagst auch du, denn Pausen sind ultimativ wichtig. Ja, und weißt du, was dann oft passiert? Ich habe das ganz oft in den Präsentationstrainings übrigens, Männer genauso. Ja, die sagen dann, ja, hallo, ich bin der Horst, ich bin hier stellvertretender Abteilungsleiter und ich bin schon 18 Jahre im Büro und so. Und dann geht es na, und dann wird es so eine Endlosschleife. Ja? Dabei könnte er doch eigentlich sagen, ja, hallo, ich bin der Horst. Und ja, das ist auch, wenn ich da mal eingrätschen darf, das ist auch ein Teil der Kommunikation. Wie setze ich denn Stimme ein? Ja. Denn ich sag mal ein ganz simples Beispiel. Komm, wir essen Opa. Super. Komm, wir essen Opa. Heute mal nicht den Opa. Genau. Gleicher Satz, nur unterschiedlich intoniert und schon ist der gesamte Inhalt ein völlig anderer. Bei dem einen fordern wir Opa auf, gemütlich gemeinsam zu essen. Bei dem zweiten wird der Opa verspeist. Also das ist eben genau das, was Sprache auch macht. Sprache ist eigentlich ein Multitool. Man muss sich vorstellen, wir wollen es rausbringen von der Axt, also von dem symbolischen Axt, benutzen, ja, im Wald, hin zu Florettfechten, ja, fein ziseliertes Einsetzen und genau wissen, wann man es wie zu benutzen hat. Denn dieses Mittel haben wir immer bei uns. Keiner kann die Sprache wegnehmen. Und es ist eine so äußerliche Welt im Moment und wir beschäftigen uns viel zu wenig mit den Dingen, die wir eigentlich ja auch alle noch haben und können. Man muss nicht immer nur alles außen verändern, sondern vielleicht mal ein wenig an der Kommunikation, an dem Inneren arbeiten. Ich finde das ganz spannend und damit kann man viel mehr erreichen, das glaube ich auch. Ohne Worte, nicht mit uns, geschrieben von Britt Hagedorn und Sabine Altener. Ich freue mich sehr, dass Sie heute Morgen bei uns sind. Und lerne jetzt einfach auch mal Pausen zu lassen. Ja!